Hallo Leute, willkommen hier zurück bei Black Mesa, der Martin hier von Steam Gamer. Wir haben uns hier erfolgreich geprügelt mit ein paar Leuten. Ja, mehr oder weniger erfolgreich. Also, das zum Schluss haben wir es zum Glück noch geschafft, irgendwie. Ich will gar nicht wissen, wie. Hätte aber doch ein bisschen mehr durch den Raum durchlaufen sollen. Aber ich treffe so schlecht, gerade wenn ich laufe. Ups. Gordon. Maybe if you. Es war mir irgendwie so klar. Wo ist denn das Ding? Da ist einer. Ich hätte gedacht, dass er weiterläuft. Sind das jetzt alle hier? Wow! Alter Schwede! Alter Schwede! Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Meine Fresse, wo bist du denn? Ach da! Was? So, schön ist, dass man die Dinger damit umheizen kann. So, gibt's hier noch irgendwelche? Noch irgendwelche bösen Überraschungen? Hier gibt's erstmal Gesundheit, finde ich sehr schön. Power 25%. 25. Hier gibt's auch zumindest ein bisschen Gesundheit, sehr gut. Oh, dann kann man kurz meine Nase jucken. Kratzen. Meine Nase juckt, ich muss sie mal eben kratzen. Alter Schwede, ist mir der grad. Da oben ist Munition. Da möchte ich gerne hin. Höp. Dann habe ich alles voll. Ja, voll sagen. Das ist ja schon mal kein schlecht. Das ist mal gut hier. Ja, schon mal voll. Oh. Polizei ist ja auch gewesen. Da ist nichts drin. Wir machen natürlich hier sämtliche Kisten, werden hier wieder kaputt gemacht. Keine Kiste darf überleben. Das ist der Kampf mit Kisten. Gibt's noch ein bisschen Energie, ne? Sehr schön. Warte. Ne. Ich bin vielleicht blöd, aber nicht so blöd. Moment, dafür liegt genug Munition herum. Hier lag da irgendwo noch Munition dafür rum, oder? Hier fliegen Leichenstücke durch die Gegend. Bin ich hier doof? Sag ich doch. So, jetzt haben wir wieder volle Munition. Jetzt können wir hier wieder weiter. Hier oben lang kann ich nicht. Dann muss ich nach da unten lang. Kann ich hier reingucken? Irgendwas? Na, das ist auch nichts. Gut. Dann gehen wir hier weiter. Wir müssen jetzt zum restlichen, zum eigentlichen Lambda-Team hin. Alter Schwede. Wow. Alter, ihr Dreckschweine, ihr. Wow! Hey, der Schwede! Och Mann, ey, Ammunition depleted. Wie soll ich denn da hinkommen? Kann ich hier oben langlaufen oder was? Ja, ich kann auch hier langlaufen. Oh, schön. Ja, gut, dass wir mal drüber geredet haben. Oh, ich war doch schon so nah dran. In so ungünstigem Winkel. Gordon, maybe if you. Nochmal, aber nicht mein Freund. Na los, kommt her. Na los. Ich glaube, es gibt hellere Möglichkeiten, das zu machen. Ist mir aber egal. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Schön, wenn man weiß, dass sie da sind. Kann man sich schön um die kümmern.
Es gibt ja hier auch ein bisschen Energie wieder, von daher, wir bringen hier nochmal wieder Kisten. Die ist ja damals irgendwie Energie. Hier gibt's Gesundheit. Es gibt ja mal ein bisschen was hier. Oh, das Ding möchte ich gerne haben. Kann ich das mitnehmen da oben drauf, bitte? Ich möchte gerne so einen Raketenwerfer mit dabei haben. Das wäre voll toll. Ich fände das voll super. Da läuft ja sogar. Guck mal, nach Schau. Hier ist auch nichts drauf. Upsala, auch nichts drauf. Machen wir hier eben mal kurz. Mal, alles kaputt, würde ich sagen. So. Ich würde sagen, haben wir hier. Nein, ein bisschen was an Munition kann man noch mitnehmen. Genau. Genau, das wollte ich doch sehen. Das genau hätte ja. So. Jetzt bewegen wir uns hier mal ganz vorsichtig rein. Jetzt wissen wir ja. Dass da noch mehr ist. Alter, das gibt's doch nicht. Was die Arschlöcher aushalten, das geht auf keine Kuhhaut. Steht hier noch einer? Nein, ich glaube nicht. Ah, da hast du echt ziemlich beschissene Blickwinkel von dir. Also muss ich mal sagen. Hier rauf? Ja, guck mal, so ist das viel schöner. Na gut, aber trotzdem. Schön viel einsehen kann man von hier auch nicht. Also. Genau. Geh mal her. Richtig. Ich muss dann mal richtig hier raufhauen. So, rauskommen hier. Dosen einzeln, die will ja keiner trinken. Ah, sehr gut. Ja, sehr gut. Genau, das möchte ich sehen. Ja. Irgendwas ist hier. Ah ne, das ist schon wieder mein Mikrofon, was da dann rumreibt. Ich höre hier mal irgendwas quietschen, aber das ist, die Tür zu. Ladebildschirm. Ich hoffe, das Quietschen hört man da nicht. Das ist ja doof. Vor dem Headset meine ich natürlich das Quietschen. Von dem Headset-Mikrofon. Ja, vielleicht mal eher so machen. Meine Güte! Die werden ja irgendwann richtig. Boah, da ist ja noch einer! Die werden ja richtig anstrengend jetzt, die Kollegen hier! Ist richtig was los? Der Boden ist ein bisschen. Das ist Kies, hä? Da rutscht man immer. Wer kennt den nicht? Den rutsche Kies. Hier gibt's Gesundheit. Sehr gut. Da muss man echt stark aufpassen dazwischen, wa? Wo man hier so lang läuft. Sagt er und sprintet dann nach vorne. Fadenkreuz gerade nicht. Jetzt habe ich es wieder gesehen.
Gelb auf Gelb ist nicht so besonders leicht zu sehen, Jungs. Lasst euch das gesagt sein. Ich glaube, durch die Explosion mit den ganzen Fässern hier habe ich sie relativ gut aufgeweicht, die Kollegen. Wow! Wie kommen sie hier hoch? Das finde ich ja gar nicht gut. Du willst da rumrennen? Gut. Wow! 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 Was kommt denn hier alles an? Alter Schwede! Ich renne hier kurz mal nach hinten, Jungs. Da gab's Heilung. Rückwärts ist das neue Vorwärts und so, ne? Hier war noch ein Heilpack, oder nicht? Das verarscht mich nicht. Ja, da! Sehr schön. Du nimmst ein bisschen was. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und so. Hallo! Ja, schön, dass du mit dir hergelaufen bist. Wie ist mit deinen Kollegen aus? Der auch. Was trefft ihr auch so dreist, ekelhaft, fies, gut? Boah, da ist ja noch einer. Das gibt's doch nicht. Die treffen aber auch was dreist ekelhaft gut. Ich bin richtig gut in Ego-Shooter, wie man gerade sieht. Oh, die Richtung muss ich laufen. Ich bin richtig gut in denen. Wow, von wo aus schießt der denn? Alter, das gibt's doch nicht. Oh, alter Schwede. Geht's euch noch gut? Ne, das wird wieder nichts. Alter Schwede! Ich stelle mich wieder mal schlecht an. Wie sollte es auch anders sein? Stopp doch mal da, du Dreckschwein. Ja, nee, ist klar, wie viel hältst du denn aus? Ja, genau, holy shit, so sehe ich das auch. Ich weiß teilweise echt nicht, was ich denn alles reinheizen soll. Jetzt Ruhe? Ich glaube ja. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mal wieder nach hinten. Ich hole mir jetzt mal das eine Medpack da hinten ab. Meine Güte! Die halten aber auch was aus. Gibt es sonst noch irgendwo eins? Ich glaube nicht. Weiter komme ich hier nicht zurück. Oh, hier. Sehr gut. Und jetzt speichere ich erstmal. Save. Nicht load. Bloß nicht laden. Save. Bloß save mir. Mann. Ja, ich bin richtig gut in Ego-Shooter. Ich bin grandios. Ich kann richtig gut schießen, aber vor allen Dingen, sagt mal noch mal irgendeiner von euch, dass er das Fadenkreuz hier so sehen kann.
Die gelbe Farbe ist hier so gerade mit dem gelben Sand richtig super. Und ich wäre kein richtiger Gamer, wenn ich die Schuld nicht beim Spiel suchen würde, ne? Ist immer klar. So. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass ich hier drin jetzt wirklich meine Ruhe haben werde erstmal, da ziehe ich mich auch gleich erstmal. Gibt's Gesundheit? Hier gibt's Rüstung oder Energie für den Anzug. Das bedeutet, ich speichere gleich nochmal. Oh. Alter Schwede. Alter Schwede. War hier nicht irgendwas mit Helis? Oder irre ich mich da jetzt? Lad mal nach, bitte, die Waffe hier. Mir war doch so, als wenn hier irgendwie was mit Helis war. Oh, sehr schön. Hier ist noch mal ein paar. Hier sind noch mal ein paar Medpacks. Ist ganz hervorragend. Gut zu wissen, dass es die hier auch noch mal gibt. Oh, ja genau. Ich sagte doch. Wo ist er? Boah, alter Schwede. Aua! Der haut meine Lebenspunkte ganz schön schnell runter. Muss ich die überhaupt bekämpfen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich befürchte irgendwie schon. Also irgendwie befürchte ich das schon. Aber ich möchte jetzt erstmal kurz, Moment. Das Ding hier wegräumen und hier vorne war auch noch eine. Wo war die denn jetzt, verdammt? Da. Da ist er, der Heli. So, wo ist er? Da kommt er. Warum bist du so weit hinten jetzt, verdammt? Aua! Au! Wenn wir da jetzt raus haben, wäre wahrscheinlich ganz unklug. Ich weiß nicht mal, ob ich den scheiß Heli da treffe jetzt. Ein bisschen Munition gibt es hier noch für das Ding. Da hinten. Hat er sich jetzt gerade verzogen? Okay, wir haben andere Begleitung jetzt hier. Einmal direkt dort. Und einmal direkt dort. Bin jetzt gerade so ein bisschen stolz auf mich, dass ich die so erwischt habe, ne? Sieht das Licht hier ändert. Raus, rein, raus, rein. Und würde ich mal sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich stürme jetzt hier erstmal weiter. Da kann man rein. Wo gehe ich denn?
Oh, scheiße. Oh, natürlich. Oh. Aua. Oh, das kann doch nicht sein. Jetzt stirbt er mal endlich. Oh nein, jetzt will ich nicht ersaufen. Jetzt lass mich hier nicht ersaufen, Mensch. Ey. So. Gibt's hier irgendwo eine Leiter hoch? Ja, hier. Gibt's Gesundheit. Sehr gut. Wo wir als nächstes hin müssen, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. In diesem Sinne, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr euch das in den Videos anseht. Bis dahin.